These models are not bad. Okay, TRT. Gibt's immer noch Nord Angelica und der Trial gibt's auch in Angelica. Und jetzt nur noch die amerikanischen Wagen. Acura. Gibt's hier irgendwas Neues? NSX-LM Race Car. Okay. Der ultimative straßentaugliche von Gran Turismo getunte Sportwagen. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als die Modifikation, die wir damals gewählt haben. NSX Concept! Geil! Beim Haupt- und drei Zusatzmotoren. Die Schwere wohl ist AEM S2000 Art Morrison Corvette Buick GNX and Special Cadillac GTSV Coupe und der Cien. Eine neue GTSV Coupe. Nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich, was ich da sehe. Chaparral. Chevrolet. Camaro. El Camino, der ist neu. El Camino ist neu. Hatte ich noch nicht gesehen. Hier. Corvette Stingray Grand Sport Nova, der ist auch neu. Corvette Stingray Racer Konzept. Geile Karre. Camaro SS10. Chevel ZR1 Corvette Stingray T7 Prototype Camaro Z28 Race Car Corvette Z06 C6 Corvette ZR1 Corvette Z06 LM Race Car Corvette ZR1 LM Race Car. Ich finde es schade, dass die Modelle, die man remodifizieren konnte, plötzlich jetzt nur noch kaufbar sind. Das heißt etwa so viel wie es wird keine mehr geben, die man so remodifizieren kann. So wie ich das verstehe zumindest. Delta Wing. Trotz der offenen Karosserie sorgt die einzigartige Fahrzeugform für einen CB-Wert von 0,24 und das ist verdammt wenig. 223 Kilowatt und 475 Kilogramm Leergewicht. Das ist krass, das ist wirklich krass. Und dieses Auto hier? Mit einem leistungsstärkeren neuen Mazda-Motor. Ein bisschen schwerer, aber egal. DMC DeLorean Dodge Charger Super B Challenger RT Challenger RT Race Car Eagle Talon Fisker Karma EcoSport Ford Ka Focus S70, Taurus, Focus ST, Focus ST, RS200, Ford Focus RS, SVT F150 Lightning, Mustang V8 GT Coupe Premium, Mustang Mach 1, Escort Rally Car, Mustang SVT Cobra R, zwei Focus Rally Cars, Mustang Boss. Boss 302 GT40 Mark 1. Das ist ein geiles Auto, das ist wirklich geil.
Das gefällt mir. Mal schauen. Ein sehnlichst erwünschter Sieg bei Le Mans und ein unglaubliches 1-2-3-Finish. Ein historisches Auto, welches das Fundament für eine Legende legte. 1080 Kilo, 52 Kilowatt. Leider die Farbe nicht auswählbar, das ist schade. Shelby GT 513. GT40 Race Car, 20 Millionen. Dieser auch 20 Millionen. Und noch zwei Ford Fusions, die sehr geil aussehen. Auf der Ford GT 05 wurde auch Premium angesetzt. Kompressor. Wir haben es ja bald durch. High-End Performance G37 HPA Motorsport Stage 2 Infinity Coupe Concept. Nichts Neues. Nichts Neues. Jay Leno! Tank Car, Oldsmobile, Tornado. Eine Verbindung von historischer Karosseriearbeit und der neuesten Technologie von Jay Lenos Garage. Und GM Performance. What? 799 Kilowatt! 1851. Aber 800 fucking Kilowatt! Scheiße, das Auto wird abgehen wie Luzi, ey. Was für ein Geschoss. Unglaublich. Unglaublich, was für ein Geschoss. Das Esperante eigentlich geht in den Maschinen von Panos, bietet neue Ausstattung unter einer klassischen Form. Er sieht nicht unbedingt aus, als ob er abgesetzt wäre. Im Gegenteil. Recht kantig. Unscharf. Was mich glauben lässt, er wurde nicht bearbeitet. Einige Autos wurden nämlich bearbeitet, wie zum Beispiel der Wow! Der Superbird zum Beispiel. Ein Stockcar-Rennwagen mit gewaltigem Heckflügel und verlängerter Nase. 5,6 Meter lang, 1755 Kilo schwer, 317 Kilowatt. Und der sieht schön aus. Der wurde richtig bearbeitet. Huda 6-Pack, AAR Huda 43 6-Barrel. Der ist neu. Das Hochleistungsmodell des Barracuda der dritten Generation. Der hier sieht auch ziemlich flott aus. Der Gewinn des Gran Turismo Awards mit einzigartigem asymmetrischen Design. Der sieht richtig geil aus. Nicht so stark wie die anderen Wagen, aber richtig geile Scheiße. Firebird. Eines der führenden Muscle Cars der 1970er mit dem eigenen speziellen Motor. Ja, sehr geile Farbe, sehr geiles Modell. Sehr geil. Pozzi Motorsport Camaro SS. 59 Kilowatt, 1487 Kilogramm. Der von Ethnet mit dem ganzen Maus ausgezeichneten Frau aufgemödelt wurde. Ein Frauenauto. Aber ein geiles Frauenauto. Ram. Ram. Dieses Auto. Saline. Gibt's nichts Neues. Gio. Gio FRS. Model S Signature Performance, eine stylische 5-Türige Limousine, die von Tesla präsentiert wurde,
den Pionier bei den Elektrofahrzeugen. Über 2 Tonnen schwer. Aber mit 400 PS ungefähr. Ausreichend motorisiert. Shelby. Mit einigen neuen Modellen. Um genau zu sagen, eines. Das Cobra Daytona Coupé. Die Aerodynamik der originalen Cobra wurde erfolgreich verbessert. Ein legendäres Modell, das die Rennen seiner Zeit beherrschte. Ja, ist wirklich vom Design her sehr geil. Chromeline SRT. SRT 4, Challenger SRT 8. Charger SRT 8. Charger ist neu. Von einem Hemi angetrieben. Eine Legende, die mit ihrer starken 5 Meter langen Karosserie in ausgezeichneter Form zurückgekehrt. 53 Kilowatt, aber auch 2 Tonnen Gewicht. Wie man das Auto immer so schwer machen kann. Okay, Viper GTS 13. Die Viper der dritten Generation, unterstützt von extremer Leistung unter dem SRT-Markenzeichen. 477 Kilowatt, um genau zu sein, das ist wirklich eine abartige Leistung. Launch Edition. Ein spezielles Modell in limitierter Edition mit einer Lackierung, die von Viper-Fans geliebt wird. In der Tat. DCR, GTSR, GTSR. Okay, jetzt noch Steel Engineering, dann sind wir alle Wagen durch. Red Double. Der Gewinner des Gran Turismo Awards bei der SEMA Show. Eine hochleistungsfähige, selbstgebaute Sonderanfertigung. Ja, eindeutig stark. Und damit sind wir durch. Aber jetzt fahren Sie erst einmal Ihr erstes Rennen. Öffnen Sie die Anfängerklasse im Karrieremodus und wählen Sie den Sunday Cup. Aber zuerst noch hier anschauen. Mission GT. Den ich geschenkt bekommen habe. Nett, muss ich mir zwar selber noch kaufen, aber sehr nett. Als Geschenk annehmen, na, kann ich auch. Farbe auswählen. Ja, so ist geil, das ist wirklich geil. Als Geschenk annehmen. Nur einmal als Geschenk erhalten. Auf dem zweiten Mal müssen Sie dafür bezahlen. Jetzt akzeptieren? Ja. Ich nehme ihn gerne. Wer nimmt ihn schon nicht gerne? Er ist richtig schön. Also, ich muss sagen, die haben sich ordentlich Mühe gegeben, ein schönes Auto zu machen. Nicht verwenden.